Man kann von fernen Siegen träumen und sich auf glatzen Locken drehen, sich über Dreadlocks wild erregen, mutwillig tiefe Zwietracht sehen, gewaltsam auf Gewalt bestehen, nicht bereit zum Kompromiss. Zwischen Gewaltlosigkeit und Gewalt ein Mittelweg nicht möglich ist. Militanz ist nicht erzwingbar, wenn jemand strikt Gewalt ablehnt, und wird auch dann nicht legitimer, wenn man voll Trotz im Recht sich wähnt. Mit unsolidarischer Vielfalt und ideologischem Geschrei, fanatisierten Fantasien, ist solidarische Vielfalt vorbei. Man kann beharrlich ignorieren, dass man kaum andere überzeugt, mit Tricks Mehrheit manipulieren, ob man Recht oder dem Recht sich beugt. Gewaltlos ist nicht variabel, man hat mal Lust, man hat mal nicht. Mahatma Gandhi nicht verstanden, Mahatma Wut und widerspricht. Erfolg kommt nicht nach Lust und Laune, ganz unbeherrscht, völlig spontan. Gemeinschaft funktioniert mit Regeln und ohne ist die Zeit vertan. Unsolidarischer Vielfalt und ideologischem Geschrei, fanatisierten Fantasien, ist solidarische Vielfalt vorbei. Ein Mosaik hat viele Steine, es hat ein Bündnis, einen Zweck, hat viele Köpfe, Hände, Beine und seinen Sinn nicht im Versteck. Nicht jedem mag er sich erschließen, geht's Kopf voran gegen ne Wand. Gemeinsam nur erreicht man Ziele, das lernt man, nutzt man den Verstand. Bewegung kann so viel bewegen, solange die Einigkeit gewahrt. Dies kann nur schwerlich widerlegen, wer stur auf seiner Sicht beharrt. Mit unsolidarischer Vielfalt und ideologischem Geschrei, fanatisierten Fantasien, ist solidarische Vielfalt vorbei.